Ja, willkommen zur sechsten Episode. Heute geht es um Artikel 13. Wir haben die Wirkung, also sind die Upload-Filter. Wir können vielleicht bald nicht mehr alle irgendwie YouTube-Filme hochladen. Was bedeutet das für die Innovation von Medien-Startups? Ich versuche diesen Mechanismus herauszuarbeiten, dass wir hier eine rechtliche Regulierung haben, die eben auch als Innovationsbremse funktionieren kann. Dann müssen wir einmal in dieser Podcast-Reihe die definitorische Arbeit leisten. Das heißt, wir klären überhaupt mal, was ist eine Innovation. Das finde ich eigentlich mir wichtig, bevor ich weitergehe. Metaplan ist eine Kreativitätstechnik, wenn man es Kommunikationstechnik nimmt, die schon in den 60er Jahren etabliert worden ist. Ich stelle sie einmal kurz im Beitrag vor. Die Bundeswehr hat jetzt auch die Cyberkriegsführung für sich entdeckt, einen Hub in Berlin gegründet, so wie das große Konzerne auch machen, will die Bundeswehr nun auch digitale Techniken nutzen. Wir schauen uns das mal im Beitrag an. Okay, viel Freude mit der Episode. Ich wollte einmal die ruhige Phase jetzt nutzen, wo die Nachrichtenlage auch wirklich nicht viel hergibt, mich mit einem Thema zu beschäftigen, was sehr gravierend werden kann. Und was auch sehr hektisch diskutiert worden ist, nämlich dem Artikel 13. Ist jetzt schon 2, 3 Monate her, dass er veröffentlicht worden ist, aber ist er wirklich eine so gefürchtete Innovationsbremse, wie man denkt? Erstmal ist es viel gelaufen worden, viel berichtet worden, viel Hektisches. Wenn Sie YouTubern folgen oder wenn ihr das macht, sind hier pausenlos irgendwie sehr hektische Kommentare, dass das Internet und YouTube kaputt geht. Aber lassen wir uns das erste Mal in Ruhe vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe da einen ZDF-Beitrag aus dem anderen Angebot gefischt, erklären, um was es nochmal geht, damit wir wirklich ins Thema kommen. Im Prinzip sind zwei Dimensionen wichtig. Erstmal, man hört jetzt diesen Podcast auf YouTube oder auf einer anderen Plattform, kann man einfach so frei auch in Zukunft auch unter Artikel 13 publizieren, wie man es jetzt kann. Das ist eine Frage. Und dann kursierte halt immer der Begriff, dass Artikel 13 tötet Startups. Und das sind zwei Fragen. Und die eine Frage ist halt wirklich, ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit da? Also Sie hören jetzt hier Podcast, die sehr relevant, die Sie auf YouTube halt hören. Auf der anderen Seite wird es eben auch wirklich eine Schranke für Startups, für Innovatoren geben durch den Artikel 13 oder eben nicht. Und das arbeiten wir mal raus. Aber jetzt hören wir uns erstmal den Beispiel. Wenn du beispielsweise Bilder in Videos benutzt oder auch wenn du zum Beispiel Memes baust, kurz gesagt, wenn du dich kreativ ausleben willst, wenn du deine Meinung zu etwas teilen möchtest, kurzum dieser sogenannte Artikel 13 wird das Internet auf eine Art und Weise einschränken, wie wir uns in unseren schlimmsten Albträumen das Ganze nicht erträumen könnten. Das klingt ja alles total krass. Also wenn so viele Leute sagen, ist doch voll dämlich, was ist denn überhaupt der Sinn der Reform? Aber wie so oft im Leben und im Internet, es ist kompliziert. Denn die Reform soll Urhebern helfen, zum Beispiel jungen kreativen Künstlern. Mit so einem, der von Artikel 13 profitieren könnte, bin ich in Berlin verabredet. Der müsste ja eigentlich Fan von der Reform sein. Aber bevor ich den treffe, sollten wir mal klären, worum es beim Urheberrecht überhaupt geht. Es ist ja nicht so, dass das Internet momentan ein rechtsfreier Raum wäre. Auch jetzt gilt das Urheberrecht, nur ist das halt nicht so optimal geeignet für unsere Netzkultur. Zur Erklärung jetzt mal ein kleines Rollenspiel. Ich bin ein YouTuber. Und ich bin Musiker. Und ich habe jetzt gerade den viralen Hit gelandet. Mein Video hat schon 2 Millionen Klicks. Und weißt du was? Dein Song liegt da drunter. Ist doch cool, oder? Naja, das kann man jetzt so oder so sehen. Du weißt schon, dass du den eigentlich gar nicht benutzen darfst, ohne mich zu fragen. Aber das machen doch auf YouTube alle so. Ja, aber eigentlich sind viele dieser Inhalte urheberrechtlich geschützt. Zum Beispiel Musik, Filme oder Texte. Die Urheber, also zum Beispiel Komponisten, Regisseure oder Autoren, haben das Recht zu entscheiden, ob und wie ihre Werke verbreitet werden. Außerdem wollen sie mit ihren Werken Geld verdienen. Aber im Urheberrecht gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn geschützte Inhalte in Form von Zitaten oder als Satire verwendet werden. Das ist auch ohne Zustimmung der Urheber
erlaubt. Okay, aber dieses Recht ist doch vollkommen veraltet. Also, wir nehmen doch alle irgendwelche Bilder, Memes oder Musik für unsere Videos her. Das ist Netzkultur. Ja, ich find's ja auch mega, wenn viele Leute meine Songs hören. Aber von deinen Millionen Klicks hab ich nix, also zumindest keine Kohle. Das liegt daran, dass das aktuelle Vergütungsmodell für Urheber im Netz noch nicht richtig funktioniert. In der analogen Welt läuft es bei Musikern zum Beispiel so. Die Urheber bekommen für jede Sekunde Geld, die ein Song im Radio oder Fernsehen läuft. Das Geld treibt die GEMA bei Radiostationen und Fernsehsendern ein. Die GEMA vertritt die Rechte der Urheber. Im Netz läuft es anders. Da aktuell niemand weiß, wie oft welche Songs wo hochgeladen und geklickt werden, kann die GEMA das Geld weder korrekt eintreiben noch auszahlen. Tatsächlich ganz schön unfair. Jetzt wird's mal Zeit, wirklich mit einem... So, die Medien. Der Artikel 13 ist ja nun geschlossen und er hat sehr weitreichende Wirkungen auf die Meinungsfreiheit oder sagen wir mal auf YouTube. Ich will das hier nicht so vertiefen, das haben andere auch schon besser gemacht. Nur was ich jetzt nochmal bringe, sind zwei Prognosen. Einmal von Julia Reda, die sitzt für die Piraten im Europäischen Parlament, wenn sie noch sitzt. Wahl ist ja gewesen Ende Mai. Oder Martin Voss von der CDU, er sitzt auch im Europäischen Parlament. Julia Reda wird eine sehr negative Einschätzung geben, Martin Voss eine positive. Ja gut, man hört diesen Podcast vielleicht auf YouTube. Und wenn ihr das so macht, also wenn ihr hier den Podcast hört, ist es die Frage, wird es das noch geben? Meine persönliche Meinung, wenn man sie dann unbedingt hören will, ist natürlich die, es ist eigentlich eine gute Idee, weil im Prinzip Google als Muttergesellschaft von YouTube hat irgendwie 40 Milliarden Gewinn pro Jahr und kann sich jedes Jahr einen DAX-Konzern kaufen. Und das macht sie, weil hier einfach Content-Lieferanten eben nicht wirklich vernünftig bezahlt werden. Aber das Gesetz, der Artikel 13 ist einfach so überhaupt nicht durchgedacht. Juristisch ist jetzt ein Upload-Filter verlangt. Mein Zitatrecht, was ich ja hier nutze, ich sample ja jetzt gerade zwei Interview-Ausschnitte ein, die der ZDF aufgenommen hat, die das ZDF aufgenommen hat. Und das steht gegeneinander. Es ist also technisch nicht möglich, mein Zitaterecht zu schützen oder das von irgendeinem anderen Produzenten. Auf der anderen Seite ist jetzt juristisch verlangt, dass die Urheberrechte gesichert werden. Das Ganze läuft dann irgendwo auf eine GEMA hinaus, also dass die Verwertungsgesellschaften sich mit YouTube über die Werbeeinnahmen einigen. Aber es ist bislang überhaupt noch nicht klar, was das bedeutet in den nächsten 2,5 Jahren. Es könnte auch sein, dass Alibaba kommt, das ist ein großer Konzern aus China, den, ehrlich gesagt, hier nicht besonders interessiert, was wir in Europa für Gesetze machen. Das heißt, YouTube wird dann nach China gehen und nicht unbedingt in den USA bleiben. Schauen wir mal. Aber jetzt hören wir erstmal Julia Reda mit der negativen Zukunftsprognose. Sich einen Anwalt zu suchen, der dafür sorgt, dass keine Urheberrechtsverletzungen vorkommen. Aber dass man einfach so Uploads von jedem erlaubt, also das rechtliche Risiko kann sich eigentlich keine Plattform erlauben. Ja, es sind jetzt kommt Alex Voss von der CDU mit einer positiven Szenario. Wie gesagt, das ist auch schon deutlich geworden. Ich habe da so ein bisschen zwei Herzen an der Brust. Ich produziere ja bei den Zukunftsmobilisten auch eigene Interviews, die dann auch von irgendjemandem gesampelt werden könnten, wo Ausschnitte bei meiner Interviews verwendet werden könnten, ohne dass ich was dafür bekomme. Und die Werbeeinnahmen, die das Ganze erzeugt, fließen dann irgendwie ungefiltert und ungebremst in Silicon Valley zu YouTube. Ist auch keine schöne Lösung, wie es jetzt ist, aber die Frage ist, ob sie es mit dem Artikel 13 nicht schlimmer gemacht haben, als es im Jetzt-Zustand ist.
Jetzt kommt erstmal Alexander Voss oder Alex Voss, ich weiß es gar nicht genau. Nur, Sie kommen immer wieder an dieses Problem, dass manche Rechteinhaber schlichtweg nicht wollen, dass auf bestimmten Plattformen irgendwas von ihnen genutzt wird oder nicht. Ja. Und von daher weiß ich nicht, das wird das Problem am Ende nicht lösen. Was glauben Sie denn, wenn Artikel 13 so kommt, wie es jetzt drinsteht, wie sehr oder wie wenig wird sich aus Ihrer Sicht zum Beispiel eine Plattform wie YouTube verändern? Ja, also aus meiner Sicht müsste sich YouTube gar nicht großartig verändern. Ja, Sie müssen mehr Aufmerksamkeit dem schenken, was dort hochgeladen wird. Aber Sie müssten deshalb nicht mehr verhindern, als Sie das ohnehin schon machen. Und Sie müssten sich nur Gedanken darüber machen, wie man vielleicht das Lizenzmanagement noch mal besser aufstellt diesbezüglich. Machen wir es mal ganz konkret. Also viele User im Netz, viele aber auch Creator im Netz haben Angst, dass Artikel 13 ihnen zum Beispiel das YouTube, so wie es jetzt ist, zerstört. Mhm. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht und das können wir uns ja mal zusammen anschauen und dann mal überlegen, wenn Artikel 13 so kommt, wie er jetzt drinsteht, was passiert dann mit solchen Videos? Das ist ein Meme. Darf es das noch geben? Das darf es geben, es soll es sogar auch geben und es soll sozusagen auch hochgeladen werden können. Wir haben, oder sagen wir mal so, die Memes oder GIFs oder wie auch immer, diese Frage von den Ausnahmen aus dem Urheberrecht ist keine Frage von Artikel 13, das ist eine Frage der Richtlinie über das Urheberrecht, die auch schon um die Jahrtausendwende entsprechend entstanden ist. Und hierin sind Ausnahmen eingefügt werden für Zitate, Parodie etc. Und die rechtliche Zulässigkeit von diesen Memes richtet sich nach diesem Recht. Das ist jetzt aber weder ein Zitat noch irgendwie eine Parodie. Ja, doch, das wird darunter gewertet. Und deshalb sind die eigentlich rechtlich zulässig. Das wird auf jeden Fall auch nochmal ein Thema werden, wenn es denn endlich konkreter ist, wie im Prinzip Artikel 13 die Medienlandschaft auf YouTube verändert. Aber jetzt geht es um den Kern der Sache. Und warum haben wir überhaupt ein Problem damit? Das hören wir uns jetzt mal von einem Rechtsanwalt an. Im Prinzip war die Überlegung, dass nur Plattformen über mit einem Umsatz von über 20 Millionen überhaupt eine Rolle spielen. Das heißt, Startups, und damit sind wir jetzt beim Thema, innovative Startups hätten eine Schonfrist bekommen, könnten sich einfach erstmal langsam als Plattform entwickeln und eine gewisse Größe aufbauen, bevor sie dann wirklich unter das strenge Urheberrecht mit Artikel 13 gestellt werden würden. Und dann eben auch in dieser rechtlichen Verantwortung stehen würden, wirklich das Urheberrecht einzuhalten. So, warum gilt es jetzt für jede Plattform? Warum haben innovative Startups neue Plattformen in dem Sinne keine Schonfrist? Das erklärt uns jetzt mal ein Jurist mit einem sehr merkwürdigen Deal. Wenige Stunden vor der Abstimmung, diesmal veröffentlicht von der FAZ, die ja eher zugunsten von Artikel 13 und zugunsten der Urheberrechtsreform geschrieben hat, allerdings nicht eben Hendrik Widowild, auch einer der FAZ-Reporter, und der hat herausgefunden oder hat zumindest viele Indizien an den Tag gelegt, die dafür sprechen, dass offenbar die wichtige Startup-Regel, dass man erst ab 20 Millionen Euro überhaupt in den Anwendungsbereich der Urheberrechtsreform rangekommen wäre, beziehungsweise der entscheidenden Norm, insbesondere Artikel 11 hier auch. Ich meine auch Artikel 13, dass man die ganzen Upload-Filter und all das nicht braucht, wenn man nicht mindestens 20 Millionen Euro Umsatz macht, dass diese Norm rausgeflogen ist, weil Frankreich sie nicht haben wollte und weil wir gerne unsere Gaspipeline haben wollten. So scheint Politik in Brüssel zu funktionieren, oder nicht nur in Brüssel, sondern auch offenbar zwischen den Nationen. Traurig, dass solche Deals eher die Politik beherrschen und nicht der Wille des Volkes. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich hoffe, dass sich der ein oder andere EU-Politiker dann nochmal
von dem Aufschrei der Massen, vor allen Dingen am letzten Samstag überall in Deutschland, hat beeindrucken lassen. Bin sehr gespannt, werde natürlich auch morgen wieder berichten, wie dann die Abstimmung ausgegangen ist. So jedenfalls nochmal die neuesten News hier aus dem Spiegel, aus der FAZ. Altmaier opfert Startups im Urheberrecht, ist da die Überschrift, und am Dienstag... Ja, man mag das ja sehr unappetitlich finden, dass in der Politik solche Deals stattfinden, dass wir den Franzosen ein härteres Urheberrecht geben und im Anschluss dafür, im Gegenzug dafür praktisch die Zustimmung zu Nord Stream 2 bekommen. Aber es ist in der Politik nichts Unübliches. Und auch wenn er so dieses Argument gemacht hat, dass das im Prinzip ziemlich schmutzig ist, muss man auch sagen, diese Deals und diese Flexibilität bei Deals, dass Sachen miteinander verhandelt werden, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, geben der Politik natürlich auch ein Stück Flexibilität, die man sonst ja mal kritisch findet. Also das heißt, die müssen sich nicht irgendwie immer auf einen inhaltlichen Bereich einigen, um einen Interessenausgleich vorzunehmen, sondern können auch wild Themen nehmen, die nichts miteinander zu tun haben, aber das schafft dann halt auch Flexibilität auf europäischer Ebene. Also das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber da sind wir jetzt bei dem Problem. Also es gilt jetzt Artikel 13 für jede Plattform und es gibt keinen Schutzraum mehr für Medienstartups. Wir schauen uns das jetzt mal an, was das konkret bedeutet. Bei einer Softwareentwicklerin, die ein Startup hat und jetzt mitdenken muss, was Artikel 13 für sie und ihre innovative Gründung, eben wenn es eine Plattform werden soll, mit bedeutet. Technisch gesehen damit überfordert sein werden. Auch kleinere Plattformen werden damit, denke ich, definitiv überfordert sein. Und diejenigen, die das nach diesen 3 Jahren oder mit weniger als mehr als 5 Millionen Benutzer oder mehr als 10 Millionen Euro Umsatz entsprechend, die das dann dadurch schaffen, durch dieses Ziel quasi, werden sich dann mit der Aufgabe konfrontiert sehen, ist es denn überhaupt sinnvoll genug, einen Upload-Filter wirklich einzusetzen und zu riskieren, dass man trotzdem eine Urheberrechtsklage bekommt, weil dieser Upload-Filter halt nicht richtig funktioniert hat. Das heißt also, im Falle von Google, wenn man das jetzt mal nimmt, oder auf YouTube, selbst wenn das Content-ID-System recht gut ist und die schon 100 Millionen Euro in die Entwicklung rein investiert haben, was man sich so mal ein bisschen im Hinterkopf behalten soll, 100 Millionen Euro sollten jetzt auch Startups und Firmen, die älter sind als 3 Jahre, oder Plattformen, die älter sind als 3 Jahre, realisieren können. Das ist eigentlich unmachbar. Dann schützt ihr das nicht davor, dass dieser Filter halt auch mal versagt und wirklich was hochgeladen wird, was dieser nicht erkennt. Und der Urheber berechtigterweise dann sagt, okay, ich möchte aber dafür entsprechend auch vergütet werden. Das ist ja auch sein gutes Recht. Das ist jedem Ersteller sein gutes Recht, dafür vergütet zu werden für die Inhalte, die er erstellt. Aber man muss da halt auch abwägen, lohnt es sich dann wirklich noch, die Plattform weiter zu betreiben, wenn man halt solche Klagen ins Haus bekommt, weil die Software, die teuer war, natürlich nicht richtig funktioniert, weil die Technik einfach noch nicht so weit ist. Es wird jetzt irgendwie mal dargestellt, wie genau diese rechtliche Anforderung des Artikel 13 mit der Software auf Plattformbetreiber wirkt. Das hören wir uns jetzt erstmal an. Und dann kommen wir nochmal zu dem Punkt, was es wirklich für ein kleines Zwei-Mann-Startup bedeutet, Artikel 13 zu erfüllen. Ecorama halt definitiv bin. Wir sind quasi ein Zwei-Mann-Unternehmen momentan, die mit dem, was sie tun, momentan 0 auf 0 aufgehen. Beziehungsweise alles, was wir jetzt an zukünftigen Dingen ins Angebot nehmen wollen, an zukünftigen Features, die wir entwickeln wollen, buttern wir quasi selbst unser Geld rein. Das ist nicht unerheblich, was wir da an Geld reinstecken. Und das sind erstmal so, wenn man ein Unternehmen gründet, die Hauptsorgen, wie man das überhaupt mal finanziert bekommt und wie man das finanziell gestemmt bekommt. Da zählen auch solche Sachen dazu wie die DSGVO.
die wir auch Herrn Axel Voss ja leider zu verdanken haben. Und man hat auch schon damals gesehen, die Auswirkungen von der DSGVO waren, dass einige Unternehmen, gerade aus dem europäischen Ausland, gesagt haben, das ist uns zu viel, wir haben nicht das Interesse, das Geld für die Rechtsanwälte in die Hand zu nehmen oder für die Umstrukturierung unserer Website in die Hand zu nehmen, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist uns zu viel Aufwand für den Umsatz, den wir machen, und die haben einfach in Europa abgeschaltet. Und ich bin der Meinung, dass das Gleiche auch mit einigen Plattformen, die nicht in Europa gehostet werden, oder auch mit kleineren Plattformen, die hier in Europa gehostet werden, dass das Gleiche halt hier auch passieren wird mit Artikel 13. Und ich persönlich muss sagen, mit diesen ganzen Herausforderungen, die ich jetzt schon habe oder die wir jetzt schon haben mit Mecorama, wie wir das finanziell gestemmt bekommen, parallel zum laufenden Betrieb, weil wir haben jetzt unseren Online-Shop soweit live geschaltet und müssen das Lager aufstocken. Das sind laufende Kosten, die entstehen, plus die Neuentwicklung. Ganz ehrlich gesagt, wir wissen nicht, wie das Startup oder wie diese Firma, die noch sehr, sehr jung ist, in 3 Jahren finanziell aufgestellt sein wird, ob wir mehr als 5 Millionen Benutzer haben, ob wir mehr als 10 Millionen Euro Umsatz machen. Dennoch sehen wir uns vor der Herausforderung, dass wir gegebenenfalls, auch selbst wenn es nur für das Hochladen von Benutzerprofilbildern, also Avataren ist, dass wir einen Upload für. Ja, wenn man es jetzt zusammenfassen will, so gravierend ist es momentan einfach noch nicht. Also die Panik, das Ende der Meinungsfreiheit, wir können alle bei YouTube nichts mehr hochschlagen, scheint erstmal so noch nicht zu kommen. Aber konkret bringt der Artikel 3 so wie jede rechtliche Anforderung einfach gewisse Anforderungen für Software-Startups hin. Wenn ich jetzt eine Plattform bauen will und in dieser einfach sehr klein bin, 2 Leute, man fängt es an, muss eine Software einplanen, die einerseits dann auch noch mit Fehlern behaftet ist und auf der anderen Seite eben auch dieses rechtliche Problem habe, dass ich für Urheberrechtsverstöße, die auf den Plattformen stattfinden, haftbar gemacht wird, entsteht da jetzt massives Planungssicherheit und die einen oder anderen werden einfach dann aufhören, neue Plattformen zu bauen. Und das ist auch schade und ein Problem. Übrigens, ihr hört ja jetzt hier gerade einen Podcast. Es wäre auch durchaus sinnvoll, dass es mal eine Plattform gäbe, wo sich Werbetreibende und Podcaster bündeln könnten, wo man sich also als Podcaster in einer großen Gemeinschaft einfinden kann und dann werden Werbeplätze und Werbespots vergeben. Das bringt dann einerseits halt auch eine saubere Finanzierung und drittens, das, was wir hier brauchen, ist ja auch eine gewisse redaktionelle Unabhängigkeit. Das heißt, wenn jetzt hier ein einzelnes Unternehmen wirbt, hat es vielleicht Einfluss auf diesen Podcast oder nicht. Aber wenn eine große Plattform ist, dann hat man halt einen sehr großen Partner als Podcaster im Rücken. Das heißt, es findet eben weniger die Möglichkeit ein, es ist weniger einfach, auf redaktionelle Inhalte Einfluss zu nehmen und man ist abhängig. Was ich meine, das gibt es auch schon beim Radio, es ist die ASS und ich glaube die RMS fürs private Radio. Hier bündeln sich also viele kleine Wellen der Radios, also NDR1 und so weiter, die Werbeplätze vergeben und man hat halt immer als werbetreibendes Unternehmen immer nur mit der großen Plattform zu tun. Und es fällt bedeutend schwerer, auf kleinere Radiosender unter Druck zu setzen, wirklich positiv zu berichten. Das wäre für einen Podcast-Bereich relativ schön. Und als Plattform soll es das jetzt bald von Spotify geben. Aber wie gesagt, und da sorgt jetzt eben, es wäre dann auch schön, wenn es das nicht nur von Spotify gäbe, sondern auch von einem deutschen Startup. Ist halt einfach noch nicht passiert und wir sehen jetzt eben, dass sowas wie Artikel 13, wie auch jede rechtliche Anforderung,
für die kleineren bedeutend schwerer zu schultern ist als für die großen. Das ist im Prinzip dann die Quintessenz dieses Beitrages. Wichtig ist es eben, wir müssen einfach mal schauen, was daraus wird. Ist es jetzt nur einfach rechtlich vorgegeben, dass keine Urheberrechtsverstöße mehr passieren dürfen? Technisch ist das nicht so möglich. Jetzt ist die Frage, welche Plattform das wie regelt. Vielleicht sehen wir komplett neue Akteure aus China, vielleicht auch nicht. Und es ist halt die Frage, ob die Normalbürger eben noch die Möglichkeit haben, frei zu senden. Und ob Plattformen gebaut werden, wo wir sie eigentlich auch bräuchten, wo sie sinnvoll wären. Denn es ist jetzt einfach schwerer geworden, Artikel 13 einzuhalten. Die Podcast-Reihe der Zukunftsmacher, ein Innovationspodcast, braucht natürlich auch eine Definition von Innovation. Das ist ganz schön schwer gewesen zu finden. Viele nutzen diese Floskel irgendwie, um sich irgendwie hervorzutun. Ich habe irgendwie fast kaum ein Unternehmen gefunden, was irgendwie den Begriff Innovation nicht verwendet. Alle nutzen es. Was ist es überhaupt? Ja, ich bin jetzt auf einem sehr einführenden Level geblieben. Wir schauen uns mal an, dass es etwas Praktisches und Unbekanntes in die Welt kommt. Dazu mal den ersten Clip. So, we like to define innovation. And this comes from one of my first classes at MIT, from Ed Roberts, the chairman of the Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship. And he defined entrepreneurship in a way that I thought was excellent. He said, innovation equals invention and let me just stop here. Innovation equals invention. Often people mistake these two things for the same thing. Innovation equals invention. They are not. Innovation is something that generates value for the world. It makes something faster, better, cheaper. It gives someone some great satisfaction. An invention is an idea, a technology, a patent. In and of itself, it does not generate value. So these two are not the same thing. And sometimes you see them interchange, and that's not correct. So innovation equals invention times commercialization. So, and when we look at this equation of innovation, something of value, it requires a new idea. And then it requires someone or some organization that is going to commercialize that idea and to make it of value to the world. So it's important to understand that an idea by itself is not valuable. Ideas are cheap. It's the commercialization. Ja, das Neue kommt in die Welt. Was passiert da mit uns? Und da hören wir einmal die wunderbare Tita Zita auf einem TEDx-Talk. Der Prozess, etwas Neues zu lernen, etwas zu erschaffen, was es bisher noch nicht so gab, das ist im Prinzip der Kern der Innovation. Das muss ja nicht immer groß sein, es muss auch nicht immer weltbewegend sein, aber das, die uns ausmachen. Okay. Something as old school as a light bulb. I realized though, when I asked myself, what is innovation, I didn't really have a clear sense of what it meant to me. I knew I used it in phrases and terms because it kind of sounded cool and people said I needed to be innovative. Or I heard people mentioning it over time. But really, I didn't have an understanding to myself what innovation was. So I did what we all do when we have a question. You go to Google, type in define innovation, and that definition we heard this morning came up. That action or process of innovating, the idea of coming up with a new idea, method, or product. See, to me, innovation was these grand moments. It was that little cool blue robot I got to play with little kids that I could control from an iPad. It was going to the DigiPlay space at Bell Lightbox and moving my arms and seeing paint being illustrated on a screen. It was at the X when you have all those amazing concoctions like deep fried cheesecake or poutine balls. The problem with really seeing innovation that way was I couldn't see myself in that innovation. I was not going to have a scientific discovery like you just heard from Dr. Padina. I was not going to invent that new next technology. So if I wanted to be an innovator, where could I find myself really in that? And that really,
It's kind of funny how things always happen at just that right time. A friend had shared a YouTube clip with me of the late night show with Stephen Colbert, and he had a professor of mathematics and physics on, Brian Greene. And Brian Greene was sharing a little bit about Einstein's theory of relativity. I'm not the best science person, so he was doing it in plain language that we all understand with cool little props. But there was this moment that really caught my attention. He started talking about Einstein's journey, and he talked about a moment where Einstein had 10 years between two of his main discoveries that we know about. 10 years. When you read them in the textbooks, you hear innovation, Einstein, you don't hear about that 10-year journey. 10 years of questioning, pondering, reflecting. 10 years that he was so passionate about a topic that he was willing to stick with it. And suddenly I could see myself in that. I could see myself on this journey of innovation. I could see myself wanting to change, wanting to have an impact, wanting to make that difference. I could see myself in that definition. Maybe innovation was more about the journey than it was about that end product. Maybe it was a combination of both. And I definitely had passions and curiosities. I could see wanting to innovate within my education. So whether I work with 4-year-olds or 84-year-olds, the cool part of my job, I get to try new ideas all the time. I get to challenge what learning looks like for professionals. We get to have Twitter chats and we get to have explorations. I get to challenge what learning looks like in the classroom. And I definitely had those curiosities. I didn't just see it in my education though, I also saw it with photography. Now please don't check out my Instagram feed and... Ja, damit haben wir unsere Definition für diese Podcast-Reihe gefunden. Was sind Innovationen? Das neue Unbekannte kommt in die Welt und wir lernen etwas. Es ist sehr allgemein, aber es gibt ja auch andere Podcasts, man muss ja nicht meinen hören. Damit will ich praktisch diesen Podcast weiterführen. Bis dann. Ja, ist wieder mal eine Vorstellung einer Innovationsmethode und das ist Metaplan. Wo man es schwer zu sagen kann, ist es nicht auch eher eine Technik des organisationellen Veränderung. Sie kommt übrigens hier aus der Gegend, aus Norderstedt, nördlich von Hamburg. Aber sie hat weltweit eine Karriere gemacht und wir hören uns jetzt auch gleich nochmal Schelle, den Erfinder dieser Methode, an, welche Probleme er in den 60er Jahren hatte und wie daraus die Metaplan-Technik geworden ist und was sie löst. Danach kommt eine leider englische Quelle, aber es hilft nicht viel, weil im Regelfall Metaplan einen Erfolg hatte. In großen Konzernen gibt es immer mehr Abteilungen und man muss versuchen, Projekte zwischen verschiedenen Abteilungen auf die Reihe zu bekommen. Und naja, deswegen, es sind halt sehr große Trägerorganisationen geworden. Und da leistet Metaplan immer noch einen gewichtigen Beitrag. Aber erstmal hören wir uns die Entstehungsgeschichte an. Ende der 60er Jahre wurde von unseren Auftraggebern verlangt, dass wir nicht nur Arbeitsabläufe analysieren, diese berühmte, später ja berühmt gewordene Bürobauplanung machen, sondern sie wollten Entscheidungsabläufe von uns analysiert und verbessert haben. Und da wir nicht wussten, wie man das Ding anfasst, entwickelten wir, was wir viel später erst die Fragemethode genannt haben. Die Dinge sind an sich ganz einfach. Wenn man selbst nicht weiter weiß, gründet man zwar keinen Arbeitskreis, sondern man fragt die Menschen, die im Unternehmen sind und die es besser wissen. Mit einmal merkten wir, das ist ja überhaupt ein Weg. Man fragt die Leute und die wissen eigentlich alles. Man braucht gar keine Fremdanalyse und denen übergestülpte Fremdberichte. Das war wie eine Offenbarung, als wir das merkten, aber wir hatten noch nicht die Methode dazu, sondern die entstand ganz langsam. Wir haben die ersten Aufschreibungen, wie man sie später mit den Karten an den Tafeln kennt, auf Visitenkarten gemacht. Das war, weil wir die mit der Schreibmaschine ja sauber schreiben lassen wollten. Das alles dauerte furchtbar lange. Und wir haben mit Weichfaserplatten gearbeitet, haben Räume ausgekleidet. Und so ging das ganz langsam, Schritt für Schritt los. Die Methode entwickelte sich und das Equipment dazu entwickelte sich auch. Die Chefetagen haben davon nur naserümpfend Kenntnis genommen. Die Leute, wir arbeiten ja meistens mit dem zweiten, dritten Ebene,
hatten die größten Bedenken, dass man doch einem Vorstand nicht Packpapier zeigen könne. Also es wurde förmlich versteckt vor der Leitung, die sich überhaupt weder was dafür noch dagegen hatte. Die wusste auch gar nicht. Das Neue ist, dass die Ideen für den Wandel aus den Menschen herausgeholt werden, die in der Firma im Arbeitsprozess drinstecken und nicht von außenstehenden Besserwissern. Man konnte dem Kunden schon klar machen, dass alles Planungsgeschehen, was auch immer, sich verbal abspielt zwischen Menschen. Die schreiben das zwar mal auf und reichen das auch in Schriftform weiter, aber irgendwo müssen sie sich mündlich austauschen. Sie kommen zu Konferenzen zusammen, zu Einzelgesprächen, und wir haben eigentlich gesagt, Gott, lass uns doch diesen Prozess des Gedankenaustauschs, des Miteinanderredens, den machen wir zu unserem Planungsinhalt. Deswegen haben wir uns dann später auch Metaplanung, also was über die Planung hinausgeht, genannt. Wir sind Spezialisten geworden, schrittweise geworden, kann ich nur immer wieder betonen, die das Miteinanderreden zum Gegenstand. Ja, Metaplan als Projektmanagement-Innovationstool. In den 60ern waren auch die Unternehmen auch noch einfacher strukturiert, da viel hierarchischer aufgebaut. Heute gibt es diese ganzen Matrix-Organisationen in verschiedenen Konzernen, unterschiedliche Abteilungen müssen das machen und jenes machen und dieses und welches. Und das Ganze ist sehr feingliedrig aufgezogen und dadurch entstehen halt auch Daten- oder Informationssilos in den einzelnen Abteilungen. Also die reden nicht mehr untereinander, sondern nur noch übereinander. Das ist bis jetzt der Ausgangspunkt dieser englischen Quelle, die jetzt kommt, oder englischsprachigen Quelle. Sie zeigt halt, wie das Wissen zu verschiedenen Problemen, Lösungsaufgaben in großen, komplexen Organisationen miteinander verbunden wird, so dass eine neue und dann im Prinzip auch eine Innovation zur Lösung des Problems entsteht. Focused on the creation of shared understanding and shared commitment for organizations. In more than 40 years, Metaplan has helped and supported cross-functional, cross-cultural leaders in their task of herding cats toward alignment and commitment. Based on a strong organizational sociological foundation, all Metaplan consultants are trained and educated on the underlying factors that create alignment, buy-in, and shared understanding. These are professionals who appreciate local rationalities within silos and can use them as a key to alignment. And yes, Metaplan consultants are, of course, also experts in moderation and facilitation. What is the process that Metaplan uses to create shared understanding and shared commitment? First, stakeholder analysis. Metaplan starts by identifying the local rationalities and differences in beliefs and assumptions of the stakeholders involved. Secondly, dialogue process. Metaplan uses dialogue processes to help team members learn about underlying beliefs of others and their assumptions. Third, visualization and structure of arguments. Metaplan's proprietary method of dialogue mapping visualizes and structures discussions in real time, enabling participants to dissect complex topics and viewpoints. Through a peer-to-peer engagement process, Metaplan creates an atmosphere of collective thinking and an environment for making sense of things. Fourth, alignment and consensus creation. Once the complexity of the topics is revealed, Metaplan guides the team to identify and prioritize their action steps, ensuring an outcome that is shared. Das war Metaplan, die ist ein bisschen jetzt aus dem Ruder gekommen. Es gibt das neue GG in der Change Management, also Veränderung von Organisationen, sind heute schon andere Punkte. Das ist sicherlich richtig, aber Metaplan verdient trotzdem einen Platz drin, weil sie auch zeigt, dass schon in den 60er Jahren über solche Lösungen geformt ist. Und es sind immer irgendwo Kommunikationsprozesse, die für Innovation entscheidend sind, so dass man das Wissen in verschiedenen Abteilungen bündelt, so um eine gewisse Lösung zu finden, die innovativ ist. Okay, bis gleich. Ja, mich
haben zwei Dinge motiviert. Die Bundeswehr und wirklich auch nur die Bundeswehr erstmal hier einen Beitrag zu gönnen. Die Etat im Bundeshaushalt ist schon wieder auch gestiegen von 2018 auf 2019 um 12,2% auf jetzt für 2019 43,23 Milliarden. Damit ist es die zweitgrößte Position im Bundeshaushalt. Also man kommt an der Bundeswehr nicht vorbei und man will es auch nicht mehr, seit sie ein Cyber Innovation Hub gegründet haben. Das ist eine digitale Innovationseinheit innerhalb der Bundeswehr, damit auch die ersten in der Verwaltung. Etwas Ähnliches so zentriert hat die Polizei nicht. Ja, es gibt ja nun mal den oder denjenigen, der das macht, aber so eine richtige Einheit, die sich darum kümmert, wie Digitalisierung stattfindet, nicht. Das hören wir jetzt gleich auch nochmal an. Deswegen möchte ich erstmal mit diesem Bericht einen Auftrag darüber liefern, welche Innovationen in der Bundeswehr, später wahrscheinlich auch im Militär allgemein und international Thema wird. Das muss halt auch betrachtet werden, wie Kriegsführung sich verändert, was wir als Staatsbürger dazu zu wissen müssen und zu entscheiden haben. Ich sage jetzt nur das Schlagwort Drohnenmorde. Aber auch die KI wird so wie im normalen Leben auch in der Bundeswehr Einzug erhalten. Und das soll hier beobachtet werden. Aber wir machen erstmal einen Bericht darüber. Und ich stelle einmal kurz vor mit einem Audio-Interview des Changewilers. Übrigens ein nettes Format. 25 Interviews hat er schon. Changewiler einmal googeln, ist ein Berliner Agenturbetreiber im Digitalen, der also eine Digitalisierungsagentur hat und dann eben Interviews mit verschiedenen Vertretern macht. Ein sehr spannendes Format. Er setzt sich dann immer irgendwie in ein Tesla-Modell, deswegen Changefinder, und unterhält sich mit verschiedenen Köpfen, die die Digitalisierung und schrägstrich auch die Innovation vorantreiben. Es ist ein sehr spannendes Format und wir hören jetzt einmal ein Interview mit dem Vertreter des Cyber Innovation Labs der Bundeswehr. Wir kommen ja aus einer Welt, die sehr sequenziell ist und planbar. Man hat sich überlegt, was braucht man und dann geguckt, was gibt es. Und dann hat man Leistungsbeschreibungen geschrieben, das irgendwie eingekauft. Mhm. Und heutzutage, muss ich dir nicht erzählen, entsteht die Rakete im Fliegen. Und ist eben anders und das stellt uns vor prozessuale und vergaberechtliche Herausforderungen. Okay, ja? Verstanden. Also das heißt, Punkt 1, Mission, Arbeit mit Startups, verstärken, enable. Schneller, okay. Unkomplizierter, verstanden. Mehr okay. Mit Startups. Gut. Okay. Ja? Zweite Mission ist, wir sind der Ort in der Bundeswehr, in dem gearbeitet wird wie ein Startup. Also Stich Lean Startup als Methode weiter herauszuarbeiten. Es gibt ja einen Grund, warum Startups immer häufiger rechts an großen Konzernen vorbeiziehen. Ne? Ja. Und diesen Grund versuchen wir zu verstehen und zu meistern und ihn quasi als Fähigkeit in das Portfolio der Bundeswehr einzubringen, damit okay. auch die Bundeswehr verstanden. Diese agilen Vorteile für sich nutzen kann. Okay, verstanden. Okay, und das Dritte? Und das Dritte ist Talente aus dem Startup-Ökosystem. Okay. Ja, auch, also wir sagen ja in der Startup-Welt, Team ist wichtiger als der Businessplan. Hm? Ja. Und wir wollen genau diese Innovationstreiber, ich okay. sag mal die Furchtlosen, ja, die auch einfach über Erfahrung gelernt haben, die vielen Hürden, die es gibt in der Innovation, ja, zu überkommen, die wollen wir für die Bundeswehr gewinnen. Okay, cool. Deswegen besteht mein Team auch zur Hälfte aus Soldaten, zur anderen Hälfte aus Serienunternehmern, Ex-Chief Digital Officern und ähnlichen Talenten aus dem okay. digitalen Ökosystem. Ich habe aber gehört, wenn ich jetzt als Zivi da jetzt mitmachen wollen würde, also jetzt auch gerne auch kostenlos, dann muss ich, glaube ich, also meine Frau findet das ja sehr attraktiv, muss ich, glaube ich, nochmal 6-8 Wochen in so eine Grundausbildung rein, ne, wo ich wahrscheinlich auch nochmal 10 Kilo abnehme und wahrscheinlich. Ja, ich wollte gerade sagen, Philipp, ich glaube, du würdest den Sporttest erstmal gar nicht bestehen. Ja. Okay, gut. Okay. Aber das ist so. Wenn oder? Du den dann geschafft hast, okay. ja, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit für sogenannte Quereinsteiger, die nicht gedient haben, okay. ja, in
aktiver Soldat oder Reserveoffizier zu werden. Okay. Und das würde auch bedingen, dass man eine einmonatige sogenannte allgemeine soldatische Grundausbildung absolviert. Genau. Da können wir darüber sprechen, ja, separat. Genau. Da kannst du ja mal das Kamerateam mitbringen, wenn ich dann da in dieser... Das würde ich sehr, sehr gerne machen. in dieser Grundausbildung bin. Okay, also perfekt. Was sind denn jetzt so mal, also wirklich ganz pragmatisch für, ich sag mal, die Zuhörer, Zuschauer, die natürlich jetzt nicht tief in der Bundeswehr drin stecken, sage ich mal so, die Innovationsthemen, die du hast mir ja mal gesagt, hey, wir sind eigentlich da, dass irgendwie das Leben, die Arbeit der Soldaten ja auch vereinfacht wird, ne? Unter anderem, so was sind denn so die ein, zwei Dinge, wo er gesagt hat, okay, die habt ihr jetzt schon mal auf den Weg gebracht, die sind jetzt in so einer Erprobungsphase, ja. Die wollt ihr jetzt irgendwie umsetzen. Ganz praktisch. Ich erzähle dir mal von meinem Lieblingsprodukt. Ja? Okay. Das ist im Bereich der mobilen taktischen Kommunikation. Ne? Okay. Also, und zwar musst du dir das so vorstellen, wir reden hier vom Einsatz, ja, die 10 Soldaten, die gerade wirklich im heißen Gebiet sind, ja, im sogenannten Theater of Operation und die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren. Und das passiert heutzutage noch mit relativ oldschool Funkgeräten. Ne? Okay. Und es gibt natürlich andere Produkte, das haben Spezialkräfte und andere Einheiten haben das, aber sozusagen die Grundausstattung zeichnet sich dadurch aus, dass es große Geräte sind, die Batterielaufzeit begrenzt ist, okay. Das Ganze nicht verschlüsselt funktioniert und auch nicht jeder Soldat das hat, sondern irgendwie 5 Stück oder so. Verstehe. Haben eins. Okay. Ja? Und da haben wir ein sehr cooles Produkt gefunden, und zwar kommt das aus den USA, da gibt es ja diese Musikfestivals und so weiter, irgendwo in Nevada in der Wüste, da haben wir festgestellt, wenn da 500.000 Leute raven, bricht das Mobilfunknetz zusammen. Ja, da kann ich nicht mehr kommunizieren. Also hat jemand die Idee gehabt, wir entwickeln eine Funkantenne, ja, die wir mit dem Handy koppeln, dadurch ist das Handy zum Funkgerät. Und dadurch kann man miteinander kommunizieren, unabhängig von Mobilfunknetzen. Ja. Okay. Und daraus und verschiedenen anderen Produkten, ja, Softwareprodukten, wir haben ein sogenanntes Battle-Management-System gefunden, fertig programmiert, ja, das haben wir auf die Smartphones gebracht, und daraus entsteht plötzlich so eine Art digitalisierte mobile Kommunikation, okay. Die verschlüsselt abläuft, die digital abläuft, die mit dem Handy abläuft, nur 80 Gramm mehr wiegt, eine riesige Batterielaufzeit hat und die auch noch ein digitales Lagebild verschafft, dass du siehst, wo sind die deine Kameraden im Feld und an das du jetzt weitere Sensoren anstöpseln kannst. Ja? Okay. Und plötzlich ein tatsächlich digitales Lagebild direkt im Einsatz vor Ort hast. Ja, ja, und die Geräte ja auch da sind. Du musst ja die Geräte sind da steuern, sind, ne? Genau. Die kannst du kaufen in einer militärisch gehärteten Version. Ja, das alles für Preise, die deutlich unter den Preisen sind, zu denen man typischerweise... So, Marcel Otto John haben wir gehört. Er hat seine Funktion beschrieben. Und es ist natürlich sehr ähnlich zu anderen Digital Units in der Wirtschaft, die es schon gibt, wo man einfach erfahrene Serienunternehmer aus dem digitalen Bereich einkauft, um diese Kompetenzen aufzubauen. Nun macht es die Bundeswehr auch. Marcel Otto John war auch schon vorher erfolgreicher Unternehmer. Und im Prinzip sind es ähnliche Probleme. Die Organisation will es nicht, muss sich verändern, digitale Chancen nutzen, Vergaberecht, hierarchische Strukturen bei der Bundeswehr, die dann einfach praktisch den Begriff Hierarchie als Militär auch erfunden hat. Aber welche Themen sind jetzt eigentlich dann relevant für die Bundeswehr? Naja, viele, die auch für die normale Wirtschaft eine Rolle spielt. Mein Leib- und Magenthema, ich blogge ja seit Anfang 2016 über das Thema autonomes Fahren, im Fachwort nennt es automatisiertes Fahren mit dem Blog automatisiertesauto.de. Mache ja auch dazu größere Interviews bei den Zukunftsmobilisten, meiner anderen Podcast-Reihe. Und jetzt beschreibt er einmal die Bedeutung des autonomen Fahrens, nennen wir es mal automatisiertes Fahren für die Bundeswehr. Wo brauchen Sie diese Technik? Wie wird das eingebunden? Hast du so ein konkretes Beispiel für mich? Also so ein ganz konkretes Projekt, das jetzt nicht der Geheimpflicht irgendwie unterliegt? Also ein gutes Beispiel dafür ist Computer Vision. Wir sehen es ja zum Beispiel am Beispiel des autonomen Fahrens, was mal
also Bundeswehr zusammen mit der deutschen Automobilindustrie haben ja sogar das autonome Fahren mal erfunden, kann man sagen. Und die großen Konzerne haben gearbeitet, aber am Ende des Tages haben Startups es umgesetzt, wie zum Beispiel Mobileye in Israel oder Google, wenn wir das als Startup bezeichnen wollen, oder Tesla, haben es auf die Straße gebracht, nicht? Und gerade im Computer-Vision-Bereich, Bilderkennung ganz allgemein, passiert sehr viel in der Startup-Welt. Die Anzahl der Kameras explodiert gerade exponentiell. Wir haben in Fahrzeugen immer mehr Kameras, wir haben immer mehr Drohnen, wir haben immer mehr, ja, also überall sind Kameras in allen Einsatzgebieten. Und da ist jetzt eine Chance, aber auch Notwendigkeit, diese Bilder automatisch zu analysieren oder wenigstens vorzuclustern, nicht? Und das ist ein gutes Beispiel, wo die Startup-Welt einen großen Vorschub bietet. Ja, und noch ein anderes Thema, was so, ich habe es nicht in der deutschen Quelle gefunden, ich habe auch nicht herausgefunden, ob das so bei der deutschen Bundeswehr auch schon gemacht wird, aber hier ein Bericht aus Großbritannien, Virtual Reality in der Ausbildung von Sanitätern. Ist natürlich immer so ein bisschen, das im Militärbereich immer so Sanitäterhilfen, Einsätze stark in die Medien gebracht wird, das ist so ein bisschen deren PR, aber natürlich ist das Militärhandwerk auch einfach töten. Aber das kommt gleich auch noch. Ja, und natürlich, Virtual Reality wird auch von anderen Firmen eingesetzt, wie zum Beispiel der Bahn, wo es darum geht, einfach irgendwie Gleisarbeiten zu simulieren, so dass Gleisarbeiter auch genau wissen, in welchen Anforderungen ist. Also die Ausbildungssituationen sind halt sehr komplex, also man muss zurück zum Beispiel Sanitäterausbildung. Das Ganze wird also im wackeligen Hubschrauber stattfinden, wo ein Patient, wo ein Soldat schwer verletzt ist, Chancen, Splitterwunden hat und ähnliches, muss ruhig gestellt werden und ähnliches. All das muss simuliert werden und wäre natürlich unter Realbedingungen sehr schwierig zu trainieren und diese Bedingungen, in denen diese Handgriffe dann abgespult werden, wäre Krieg. Das heißt, man kann auch unerfahrene Sanitäter nicht einfach in solche Realbedingungen schicken. Da bietet Virtuality eben die Möglichkeit, das sehr kostengünstig irgendwo in einer Garnison zu machen. Und das hören wir uns jetzt einmal in Großbritannien an. And virtual reality. With the help of lifelike dummy Steve, the team have begun experimenting with what's known as mixed reality. Essentially how this works is we are tracking using infrared cameras a person's head as well as their hands using points on their gloves and a head tracker on a head-mounted display. And this allows us to align their real-world actions with the virtual actions. So as you can see, they move the head and the hands and they will roughly align to the virtual world. So we've both got a virtual body here, but we've also got a real simulated body in the real world. So when they actually reach out and touch something, they do actually feel something, and they can kind of start to sort of ascertain the problems. Down the line, the virtual world casualty could suffer from any wound and react to treatment in a realistic way. Ja, aber es geht eben auch darum, um das profane Kriegshandwerk. Und hier wird einmal beschrieben, in diesem Bericht, der auch sehr werberisch ist, von einer nicht näher genannten Quelle, aber es ist sicherlich bundeswehrnah, die Frage eben einfach, wie die Infanterie, das sind so Soldaten auf dem Boden, die also Häuserkampf mit Panzern und Ähnlichem machen, digital vernetzt sind und praktisch alles in einer App auf ihrem Rechner haben, also ein Lagebild, beziehungsweise wo steht Freund, wo steht Feind und wo muss hingeschossen werden, dass das eben schon über verschiedenste Kommunikation, die sich dann in so einer zentralen Einheit beim Kommandeur oder was ist das, Lager, Brigadier oder ähnliches bündelt, der dann Entscheidungen trifft in seinem elektronischen Rücken. Und das hören wir uns jetzt einfach einmal an. Vernetzte Operationsführung auf dem Gefechtsfeld des 21. Jahrhunderts. Die Zukunft heißt Gladius. Das System Gladius verbindet die Infanteristen nicht nur miteinander, sondern auch mit ihrem Führungsfahrzeug, dem Boxer. Spezielle Computertechnik sorgt dafür, dass die Soldaten bei ihren Aufträgen einen besseren Überblick haben, auch wenn Lärm, Hektik und feindliche Kräfte auf sie einwirken.
Gladius ermöglicht einen ständigen Datenaustausch zwischen den Soldaten. Möglich macht dies ein Computer. Auf ihm lässt sich der Zugführer die Position seiner Soldaten anzeigen und kann ihnen sogar per Mausklick Befehle erteilen. Ich weise Ihnen eine neue Stellung zu, dass Sie dann möglicherweise Gegenstoß führen können, falls da jemand aus den Kompanien dann rauskommt. Aber auch die Position feindlicher Kräfte wird abgebildet. So hat der Zugführer jederzeit ein aktuelles Lagebild. Die Information kann er sich aber auch mit einem Helmdisplay direkt vor seinem Auge anzeigen lassen. Okay, jetzt wo ist in Stellung? Drei bewegt sich auch. Chris, es passt. Mit seinen Soldaten ist der Zugführer über ein spezielles Innenohr-Funkgerät verbunden. Schnell und unkompliziert werden so Lageinformationen ausgetauscht. Möglich wird dies durch den elektronischen Rücken, ein Rechner, der alle computergestützten Systeme steuert. Auch die Waffen sind angepasst an die Bedürfnisse von Infanteristen. Mit neuen Visieren können mögliche Ziele viel schneller ins Fadenkreuz genommen werden. Wenn der Soldat feindliche Kräfte entdeckt hat, kann er sie mit einem speziellen Fernglas, dem Moskito, anvisieren und ihre exakte Position wird per Bluetooth an den Zugführer übertragen. Innerhalb kurzer Zeit könnte der Zugführer dann dem Boxer den Befehl erteilen, das Feuer zu eröffnen. Im Boxer laufen alle Informationen zusammen, werden verarbeitet und weitergeleitet. Hightech also. So, der erste Aufschlag zum Thema Innovation im Militär oder speziell in der Bundeswehr. Diese Organisation muss die Digitalisierung als Innovationstreiber akzeptieren, wie jede andere Organisation auch. Und sie hat jetzt mit dem Cyber Security Unit da den ersten Aufschlag getan, also eine Einheit gebildet, die dann auch noch mit erfahrenen Unternehmern, Start-up-Lern aus dem digitalen Umfeld bestückt wird, um dann einfach sich der digitalen Herausforderung zu stellen. Die Digitalisierungsthemen haben so andere auch. Virtual bzw. Mixed Reality sind bei Ausbildungssituationen immer wertrelevanter. Wenn man zum Beispiel sich eben Sanitäterausbildung, Stellwerke, Flughafen, Flugpersonal anguckt, wo die Ausbildungssituationen einfach sehr schwierig sind, wenn man sie unter Realbedingungen simuliert und da Virtuality zur Hilfe nimmt, kann man Kosten senken, aber eben auch besser ausgebildetes Personal haben. Das gilt für die Bundeswehr genauso. Autonomes Fahren spielt sicherlich auch eine Rolle. Automatische Front-Feind-Erkennung. Da kommen wir dann bald zum Thema AI. Wir werden es sehen. Aber das ist der erste Aufschlag. Es ist relevant. Natürlich ist die Bundeswehr oder das Militär allgemein nicht eine Organisation wie jede andere auch. Aber wir müssen auch als Staatsbürger entscheiden, mit welchen Waffen wir unsere Soldaten in den Krieg schicken wollen oder nicht. Und wie sich die Kriegsführung verändert. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!